Passionspodcast mit Familie Schulte. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist der Sonntag Judika und das ist der letzte Sonntag, bevor die Karwoche beginnt. Nächste Woche ist schon Palmsonntag. Und der Sonntag Judika, der steht unter dem Motto das Lamm Gottes und unter dem Thema Gehorsam. Denn der Wochenspruch lautet, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Aus Matthäus 20, 28. Und dazu hören wir später auch noch eine Schriftlesung aus Markus 10. Und so sind wir hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns Gott loben mit den Worten des Psalms 43. Im neuen Gesangbuchanhang die Nummer 919. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, und bringe zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Herr, wir danken dir, dass wir dich loben und preisen dürfen, dass du uns auch Worte schenkst, die tausende Jahre alt sind, aber trotzdem noch so wertvoll und lebendig wie die Psalmen. Herr, wir danken dir, dass du derselbe Gott bist wie damals zur Zeit Davids. Wir danken dir, dass du stark bist, dass du kräftig bist, uns zu erlösen von unseren Feinden, von unseren Bedrückungen, dass du uns mit Herrlichkeit hinausführst aus der Bedrückung in dein gelobtes Land. Wir legen dir all unsere Sorgen und Ängste und Nöte hin. Alles, was uns eng machen will im Herzen, wir legen es dir hin, Jesus. Du hast alles mit ans Kreuz genommen. All unsere Schuld, all unsere Scham. Du bist die Brücke zum Vater. Durch dich werden wir frei, Herr. Und das wollen wir nicht nur glauben, das glauben wir. Mache uns fest in unserem Glauben. Stärke uns für diesen Tag, für die kommende Woche
und für alle Tage. Amen. 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 Ja, Herr, bevor du auferstanden und deine Herrlichkeit hast aufgehen lassen über uns, wurdest du verraten und du wurdest verspottet. Und dass wir das nicht vergessen, wollen wir das nächste Lied singen, die Nummer 203 aus dem Gesangbuch Anhang. Wir hören nun die Schriftlesung aus Markus 10, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar aus dem Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken,
Das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. Amen. Wir singen als nächstes Lied Holz auf Jesu Schulter aus dem evangelischen Gesangbuch, die 97. Ja, das Kreuz auf Jesu Schulter, die Kreuzigung, verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht. Gottes Sohn, mit ihm wurde auf übelste Art umgegangen, er wurde übelst zugerichtet, ein gerechter Mensch, ein sündenfreier Mensch. Er hat nur Gutes getan, aber die Welt ist so mit ihm umgegangen. Das ist sicherlich das eindrücklichste Beispiel aller Zeiten. Aber die Bibel hat eben auch andere Beispiele,
von gerechten Menschen, von gottesfürchtigen Menschen, die mit Übeln und mit Leid geplagt werden. Und das wahrscheinlich bekannteste Beispiel nach Jesus ist eben das Buch Hiob. Hiob, ein gerechter Mann, der ja auch sündenfrei gelebt hat, der gottesfürchtig war. Er verliert seine Kinder, er verliert Haus und Hof, er verliert sogar seine körperliche Unversehrtheit, seine Gesundheit. Er wird mit großen Übeln geplagt. Ja, und aus dem Buch Hiob stammt eben auch der heutige Predigttext aus dem Kapitel 19. Das ist Hiobs zweite Antwort an Bildad. Hiob bekommt ja, nachdem ihm das Leid ja erreicht hat und plagt, bekommt er Besuch von drei Freunden. Und erstmal sitzen die einige Tage einfach auf der Erde und schweigen mit Hiob. Aber irgendwann beginnen eben die Dialoge, es beginnen die Reden der Freunde und auch die Antworten des Hiob. Und jetzt, wie gesagt, ein Ausschnitt aus Hiobs zweiter Antwort an Bildad. Hiob antwortete und sprach: Wie lange plagt ihr meine Seele und peinigt mich mit Worten? Ihr habt mich nun 10-mal verhöhnt und schämt euch nicht, mir so zuzusetzen? Habe ich wirklich geirrt, so trage ich meinen Irrtum selbst. Wollt ihr euch wirklich über mich erheben und wollt mir meine Schande beweisen? So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber es ist kein Recht da. Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann, und hat Finsternis auf meine Steige gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahin fuhr, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt, und er achtet mich seinen Feinden gleich. Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen mich gebaut und sich um meine Hütte hergelagert. Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit eigenem Munde. Mein Atem ist zuwider meiner Frau und die Söhne meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Also diese Rede Hiobs, da merkt man, dieser Mann ist von Verzweiflung geplagt. Aber er zählt eben auch die ganzen Übel und Schrecken auf, die ihm widerfahren sind. Und das ist unvorstellbar. Wenn ihr euch vorstellt, wie wir manchmal rumnölen und uns beklagen, wenn wir irgendwas nicht finden. Oder wenn der Schuh ein Loch hat. Oder wenn das Essen nicht schmeckt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie wir da manchmal klagen und uns aufregen. Oder wenn euch Kindern jemanden Spielzeug wegnimmt oder den anderen nicht mitspielen lässt, wie wir uns da aufregen, teilweise. Was wir da für ein Leid empfinden, wie schlimm das für uns ist. Und jetzt haben wir mal gehört, was dem Hiob alles widerfahren ist an Leid. Es ist unvorstellbar. Der hat Schmerzen am ganzen Körper. Der hat offene Wunden. Der kann kaum mehr laufen.
Der hat nur noch das nackte Leben, so hat er es selber gesagt. Hat Haus und Hof verloren, er hat keine Freunde mehr, die Kinder sind weg. Er hat alles verloren, alles. Seine Frau? Seine Frau ist noch da, aber die sagt auch, schwöre Gott ab und stirb endlich. Auch sie hat ihn eigentlich aufgegeben. Die hat gesagt, Hiob, Gott hat es übel mit dir gemeint. Dein Leben ist nichts mehr wert. Du kannst sterben. Und Hiob sagt, und das ist so eindrücklich, dass man merkt, auch wenn er Gott anklagt, wenn er sagt, Gott hat mir dieses Leid angetan, sagt er trotzdem, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass er sich über dem Staub erheben wird. Und ich werde Gott sehen, sagt er. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Also Hiob bleibt Gott treu. Das ist doch unglaublich. Er bleibt Gott treu und sagt, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Mein Herz in meiner Brust, es sehnt sich danach, Gott zu sehen. Er sagt nicht, mein Herz sehnt sich danach, mein Haus wieder zu haben, meine Kinder, alles, was ich verloren habe. Er sagt, ich will Gott sehen. Und das, merke ich, gibt mir Kraft. Wenn ich merke, auch wir haben Probleme, auch wir haben Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Wir haben immer wieder Bedrückungen, auch wir sind mal krank, was auch immer. Gibt es immer wieder Dinge, die uns Leid zufügen, aber wenn wir uns vorstellen, was Hiob erlitten hat, oder auch, wenn wir uns vorstellen, was Jesus erlitten hat, ja, da ist doch unser Leid eigentlich ziemlich klein. Oder auch, wenn wir an unsere verfolgten Geschwister denken, die Christen in aller Welt, was denen teilweise angetan wird, die werden gefoltert, die werden misshandelt, das können wir uns nicht vorstellen. Auch die sagen, mein Erlöser lebt, Jesus lebt, der Heiland lebt, Gott lebt. Er wird einst richten, alle Taten, die Guten und die Bösen. Und wir müssen nicht richten, wenn Menschen uns Böses antun. Wir können für sie beten, wir können zu Gott gehen, können zu Gott beten. Das ist das, was mir Kraft gibt, für diesen Tag und für alle Tage, dass mein Erlöser lebt, dass Jesus lebt, Jesus die Quelle des lebendigen Wassers. Denn er hat gesagt, ich will mein lebendiges Wasser euch schenken. Und zwar umsonst. Ihr könnt es euch nicht erarbeiten. Ihr könnt nichts dafür tun. Ihr könnt darum bitten und dann will ich es euch schenken. Dieses lebendige Wasser von Jesus. Lasst uns darum bitten, wenn wir das nächste Lied singen, die Quelle des Lebens. Das Lied ist ein Lied zur Jahreslosung 2018. Vom evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Quelle des Lebens. Meinen Wegen suche ich dich, liebender Gott.
Lasst uns Fürbitte halten. Herr, wir danken dir, dass du uns stärkst mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit dem lebendigen Wasser, das uns von innen erfüllt, mit deiner Quelle, die in uns aufbricht und in diese Welt hineinfließt, mit deinem Licht, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Besonnenheit und auch deinem Frieden. Und so bitten wir dich in Jesu Namen für alle verfolgten Christen weltweit, sei bei ihnen, stärke ihren Glauben. Lass durch ihr Beispiel der Treue zu dir auch ihre Widersacher erkennen, dass du der lebendige Gott bist, Herr. Lass ihre Widersacher umkehren, dass sie auch dir nachfolgen. Ja, Herr, und wir bitten für alle armen und kranken Menschen in unserem Land, auch für die einsamen Menschen, für alle Opfer der Corona-Pandemie, auch der Opfer der Pandemie-Maßnahmen, die jetzt ohne Arbeit sind, ohne Geld, die in Einsamkeit sterben. Wir bitten für all diese Menschen. Ja. Wir bitten um Weisheit für die Politiker, dass du ihnen wirklich Weisheit schenkst, die richtigen Entscheidungen zu treffen zum Wohl der Menschheit, zum Wohl der Menschen. Dass keine Profitinteressen oder sonstige Querverbindungen ihre Entscheidungen beeinflussen, sondern dass wirklich das Wohl der Völker in ihren Herzen ist. Darum bitten wir dich, dass du ihre Herzen bewegst und auch veränderst. In Jesu Namen. Amen. Ja, und in der Stille bringen wir vor dich alle Menschen, die uns am Herzen liegen, die uns nahestehen, aber auch die Menschen, die uns bedrücken in unserem Leben, die uns ja vielleicht sogar feindlich gesinnt sind, auch die bringen wir vor dich in der Stille. Gemeinsam beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Ja, und so segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Thank you.
sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn du kraftlos wirst und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, er hört auf dein Gebet. Er versteht, was dein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet beim Passionspodcast.